Als Hüftdysplasie bezeichnet man eine unzureichende Überdachung des Hüftkopfes durch die Gelenkpfanne. Das ist eine angeborene Situation, die im Säuglingsalter häufig durch die Ultraschalluntersuchung festgestellt und dann behandelt wird durch Abspreizbehandlung oder breites Wickeln. Dennoch kann es Situationen geben, in denen diese Behandlung eben nicht zum ausreichenden Erfolg führt und eine Dysplasie verbleibt, die dann im Erwachsenenalter häufig auffällig wird durch eine sehr gute Beweglichkeit, die teilweise bis ins Abnorme gehen kann. Der Spagat sei da als Beispiel genannt. Und dann eben aber auch zu einer ungleichmäßigen Beanspruchung des Hüftgelenkes führt und einen vorzeitigen Gelenkverschleiß begünstigen kann.